Bonjour, heute zu meinem Tagebuch vom 13. Mai. Ich habe sehr schlecht geschlafen. Dann hatte ich Kopfschmerzen. Den ganzen Tag habe ich eigentlich nichts gemacht, außer YouTube geguckt, TikTok geguckt und gezockt haben wir natürlich. Natürlich auch. Es waren da Lux war nicht da. Alex war da. Bulli war da. Skenny und Moppel. Und zum Schluss kam noch Hellig Sulz, der Tiroler. Und dann haben wir ja ein Rennen gezockt, die Lux und Rocco nicht mögen. apropos, Rocco hat heute, also hat am 13. Mai in die Gruppe reingeschrieben, dass ihn Onkel kontaktiert hätte. Und Onkel hat da auch irgendwas von Adressen ihm geschrieben. Eben, ich denke mal, dass ich da in meinem Tagebuch vom 10. oder 9. Mai schon richtig lag. Ja, und am Abend kam dann noch der ESC. Der Eurovision Song Contest und Schweden hat gewonnen. Das war Dings, keine Überraschung. Ich habe es Alex geschrieben, dass Schweden gewinnen würde. Ich habe auch vorausgesagt, dass die Schweiz ihre 12 Punkte vom Publikums Voting dann Albanien geben wird. Aber wo ich falsch lag, war, dass mein Favorit Serbien gut abschneiden würde. Das war nicht so. Die Schweiz kam nicht auf den letzten Platz, war aber auch nicht in der ersten Hälfte drin. Also so Mitte zweite Hälfte. So. Also nicht ganz schlecht, aber schon schlecht. Und letzter wurde Deutschland, wieder einmal. Und ja, das war mein Tagebuch. Die Bewertung von meinem Tag, dem 13. Mai, ist auch nicht so gut. Ich gebe mal eine 3 von 10, trotz ESC. Ich wünsche euch, also meinem zukünftigen Ich, noch einen schönen Tag.